gegen alles Böse, das die Hölle ruft, entsenden wir nur dich. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Zugang verriegelt. Sie wissen, dass du hinein willst. Wie die das wissen? Da muss ich runter, ja, aber wie komme ich da runter? Warnung, BFG 10.000 wird abgefeuert. Ich möchte doch nach unten, Kinder. Also ich weiß, dass das Ding mich nach unten bringt, aber ich weiß nicht, ob das dasselbe unten ist. BFG 10.000 wird abgefeuert. Sollten wir langsam ein paar Mancubus finden. Hä? Ich dachte auch nicht. Mitten drin einfach mal automappen. So muss sein. Also, wo geht's jetzt hier weiter? Da hoch? Ah, guck mal hier. Einmal bitte hier mitnehmen. Danke sehr. Und dann da oben muss ich rein. Das geht ja noch, das geht ja. Automap, das habe ich schon gemacht gerade. Ich warte jetzt kurz, bis es auftaucht. Komm schon. Also, ursprünglich als Bergwerks- und Kommunikationsschatzung gegründet, wurde der USC-Außenposten auf Phobos. Phobos ist ein Mond vom Mars. Nach der Zerstörung, ich glaube Phobos und Deimos sind. Nach der Zerstörung des Argent-Einrichtungen. Der Argent-Einrichtung auf dem Mars erweitert. Das USC-Direktorium wollte seinen alleinigen Anspruch auf den roten Planeten und den umgebenden Raum aufrechterhalten und befahl die Konstruktion einer ausgedehnten Verteidigungsplattform. Unter Verwendung von Technologie aus der Entwicklung der BFG 9000 fasste man den Plan, eine gewaltige Partikelkanone auf dem Mars umkreisenden Mond zu errichten. Die BFG 10.000 ist die größte Waffenplattform, die der Mensch jemals konzipiert hat und besitzt genug Feuerkraft, um sich gegen die fortschrittlichsten FTL-Großklassenkreuzer zu verteidigen. Oder gegen eine eventuell dämonische Bedrohung aus dem All. Ja, ne? Und das will ich auch. Ey, ey, ey. Ja, nice. Okay. Damit hätten wir zwei. Und renn! Ah, wo kommt der denn her? Du Hässlinger. So haben wir nicht gewettet. Ach so, ja. Ich kann ja keine Leiter mehr. Ich hab's vergessen. Hä? Uh-oh. Der gerechte, der Todesengel der Menschen. Quelle der BFG 10.000. Ich senke sie jetzt ab. Ja, das mit hundertprozentig ist es die BFG 9.000.
Ja, nice. Da ist sie doch. Ich mag den neuen Anzug zwar, aber ich finde den anderen sehr viel geiler. Ist ja so sehr viel bedrohlicher. Oje. Oje. Der Port wird sich selbst zerstören. Sie sollten aufbrechen. Nice. Gefahr. Das Personal wird auf die Marsoberfläche evakuiert. Der Slayer kontrolliert. Hey, was soll ich denn jetzt sagen? BFG 9000. Die BFG 9000 kann die meisten Dämonen mit einem einzigen Schuss töten. Oh, Alter. Das ist schon. Was? Was? Hat er gerade Französisch geredet oder was war das? Hä, das war doch kein Deutsch. Willst du mich verarschen? Im Leben nicht. Im Leben war das so 100% kein Deutsch. Hä? Hölle? Na dann. Nice. Direkt am Ende, ihr Schweine. Okay. Wie genau? Ah, das ist ganz spezielle Munition. Ein Schuss. Gut, 15 Dämonen habe ich mit einem Schuss, dann muss ich mir den wirklich gut aufheben. Ist das eine Rettungskapsel oder was? Mit den Fluchtkapseln der Einrichtung solltest du zum Marskern gelangen. Warum ist die Einrichtung jetzt überhaupt kaputt? Frage ich mich. Achso, vielleicht war der Einschlag zu nah. Weil die Druckwelle hat schon. Ja. Ja, doch. Jetzt muss ich erstmal gucken, warte mal. Nee, warte mal kurz. Ah, ich dachte, da kann ich hoch. Alles gut, alles gut. Ich habe nur falsch gedacht. Jemand durch alle möglichen. Für seine Rückkehr, den Slayer, Retter der Menschheit. Ganz genau. Wirklich, dass ein Mensch die Armeen der Hölle aufhalten kann? Aber ich bin nicht nur ein Mensch, mein Freund. Kleines Fräulein, ne? Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Oh, nice. Ja, gut. Da komme ich wohl erst später hin. Extra Leben? Ach, ich dachte gerade. Wird mir nicht angezeigt, aber da ist es auch schon. Das heißt. Willkommen in der Hölle. Bereitgestellt von ihren Freunden bei der UAC. Höllentotem in der Nähe. Doch, wo ist es? Das sind zu wenige Dämonen, um das gegen die einzusetzen. Alter, jetzt komme ich hier nicht raus. Jetzt muss ich das. Es ist doch. Ehrlich, die schießen echt immer aus den unmöglichsten. Auf jeden Fall schon gesessen.
Das muss man leider dazu sagen. Oh, sehr schön. Huch. Oh, da war wahrscheinlich ein Teleporter. Da hätten wir das auch schon mal abgeschlossen. Jetzt fehlt mir... Oh mein Gott. Ich will nicht mein extra Leben schon wieder so früh verlieren. Ich hab's doch gerade erst begonnen. Machen wir mal so. Okay. Das Ding ist offen, das ist sehr gut. Es gibt auch... Okay. Also hier scheint echt so eine Buggy-Stelle zu sein. Haben wir hier alles? Nein, haben wir nicht. Also eins tiefer geht's noch. Na, geht's. Er wird weitergeschossen. 14 Gegner noch. Leider keine Munition, die findet man recht rar. Oder wenn man wirklich gut sucht, das kann auch sein. Hier runter jetzt irgendwie da ein... Nee? Man kann ja mal hoffen. Wie komme ich durch diese dummen Portale dadurch? Ich check das nicht. Muss ich da irgendwas für machen, oder... Hm. Irgendwie muss ich ja da durchkommen, wo gesperrt steht. Vielleicht muss ich irgendwie erst alles entriegeln oder so, ja. Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert. Das ist eine Waffe, kein Teleporter. Für mich ist es ein verdammter Teleporter, ja. Nur damit das Chlor ist. Es müsste eigentlich unten offen sein, weil ich habe die Überbrückung aufgemacht. Nee. Aber wie geht das auf? Ich meine, da ist eine Begegnung und eine Marke drin. Aber da unten ist irgendwas. Hier. Da. Warte mal, war nicht... Aha. Aha. Ich mag sowas Secrets finden. Das ist super. Die Frage ist, was genau erwartet mich jetzt hier? Unsichtbarer noch. Doomstufe 8. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Also ich weiß, im Hauptmenü steht unten ein Level mit... Da kann man so... so Embleme und so Titel einfügen und so ein Zeug. Da steht noch ein Level dabei. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Also wofür das steht. Also, vielleicht hat das was mit Multiplayer zu tun. Werde ich alles austesten, sobald die Kampagne fertig ist. Aber erst danach. So, da fehlt mir noch ein Geheimnis, obwohl ich hier schon... Was? Na gut. Ach, stimmt. Ah.
Prowler. Der Prowler ist der, der sich horten kann, war das, ne? Meine ich. Besuchen Sie Jessica in der Personalabteilung und nehmen Sie an der UAC sterblich gehandicapten Blutspendeaktion teil. Seien Sie großzügig. Geben Sie Ihr Blut. All Ihr Blut. Das ist die letzte Rune, oder? Der Chronoschlag. Sind wir schon kurz vorm Ende? Oh, könnte sehr gut sein, weil... Ja, sieht sehr danach aus. Oh je, ich schieße mich jetzt selbst auf den Mars, oder was? Na dann. Das Ionenkatapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht. Überbrücke Ladevorgang. Feuer. Oh je. In 3, 2, 1. Oh, der Doomslayer schlägt da. Stell mal vor. Die Menschen schießen ab sofort nicht mehr mit Munition, sondern die schießen mit Doomslayern auf die Dämonen. So muss das sein. Ab und zu muss das auch mal sein. Ab und an muss man einfach mal voll rauf. Hier da oben. Da gibt's noch was, aber gibt's anscheinend nichts. Nee, Quatsch. Aber... Warte mal, da oben rechts. So ein bisschen BFG-Munition? Würde ich jetzt nicht nein sagen. Was gibt's denn da unten? Onslaught. Onslaught ist, glaube ich, ja, Ansturm. Aber ich weiß nicht genau, was das für ein Power-Up ist. Hey, warte. Ach, ich bin doof, ja. Kann ich da auch? Ja, das geht. Sehr schön. Ich muss hier mal mehrmals drauf gucken, weil... Okay. Na nu. Da. Okay, wie genau komme ich da hoch? Hier irgendwo? Aha. Sehr schön. Nice. Hey, ich bin einfach durchgerutscht. Nein, ich bin zurück. Hä? Och, really? Oh mein Gott. Ich bin da fett durchgerutscht gerade. Ach, Scheiße. Was ist das hier? Teleporter? Nach oben? Nee. Hä? Na doch. Vielleicht schon. Ich
Stirb. Alter. Ich dachte gerade jetzt, ich schaff's nicht wegen diesem Lehmlack. Der Carcass. Widerliches Vieh. So, jetzt muss ich aber dann nochmal zurück. Einfach nur deswegen. Antco? Ach, Intro, Doom 64? Wie genau komme ich... Ach so, es war sogar gewollt, dass ich hier runterfalle. Ja, gut, aber, ne? Habe ich da alle mitgenommen, sehr schön. Ich weiß nicht, wie weit das Ding reicht. Ich würde es gerne austesten. Ist okay. Also, das nehme ich. Da unten gibt's irgendwas. Hier muss ich sogar hin. Ich will da hoch. Was soll's. Nichts vergessen. Was ist das da? Das habe ich mich gewünscht. Ach, das ist die Munition. Ah. Stimmt. Ja, ich sehe sie gerade. Da. Na dann. Sekunde, das ist vielleicht die... Oh, hä? Da haben die mich eingesperrt. Die mich verarschen gerade? Nicht ganz gereicht. Aber fast, fast. Komm schon. Vier Dämonen noch. Ich krieg noch Munition. Es sollte definitiv drin sein. Die voll zu machen. Fliegt er weg. Wo bist du? Du. Erreiche die Fluchtkapsel. Die ist schon ein Stück weg, also. Ich gucke mich hier aber gerne erstmal um. Ja. Da fallen wir durch den Boden. Das gefällt mir nicht. Also. Das sieht sehr gut aus. Okay, vier Dinger fehlen mir noch. Und da vorne kriege ich... Einmal kriege ich noch Munition. Das ist sehr gut. Das muss ich dann halt so ordentlich einsetzen. Sonst habe ich gelitten. Thank you.
Punkte kriege ich bis dahin auch. So wie es aussieht. Da hinten ist auch noch eins von diesen Slayer-Toren. Das ist okay. Ein paar extra Leben. Schallplatten. Warte mal, da hinten. Wenn ich da mal gucke, so grob. Das sieht aus, als ob ich da alles hätte. Okay, ich sehe Rüstung. Kommen wir dort. Wenn ich von da... Der schießt mich hundertprozentig darüber. Dann muss ich auch hin für das Power-Up. Ich hole mir erstmal die Rüstung. Scheiße. Error. Hat das einen Bart? Oh mein Gott. Ciao. Nein, ist gerade verschwunden. Fuck. Ja gut, dann... Wo sind jetzt? Der wird noch oben irgendwo rumhängen. Habe ich ihn erwischt? Kann nicht sein. Wo war denn jetzt das Extra-Leben? Bin ich irgendwie doof? Doch, da oben. Muss ich aber da hoch. Warum explodiert hier alles? Das ist so eine Praktik. Mach sich jetzt aber mal kaputt. Wow, toll. Danke sehr. Jetzt habe ich schon mal 3 Stück. Oh, komm ich da hin? Ich hab doch hier gedrückt! Ich hab doch dagegen geschlagen! Ja. Warum zählt das nicht, wenn ich dagegen schlage? Was ist denn das für eine Logik? Warte mal, so kann ich direkt darüber. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Na gut. Einmal zurück. So, warte mal, von da muss ich hin. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zusieht.